Und wir tauschen nochmal. Stück Papier. Ungefähr so groß. Ja? Super. Ich bereite das schon mal vor. Und wir brauchen das in so 5 Minuten vielleicht. Okay. Wir stehen jetzt erstmal ganz entspannt. Das heißt, ich roll meine Schulter nach hinten. Und meine Füße sind genau unter meine Schulter, unter meine Hüfte. Und ich bin jetzt ganz entspannt. Okay. Ich gebe mir erstmal ein ganz schönes Gesichtsmassage, weil ich heute sehr müde bin. Und ich muss erstmal ein bisschen aufwachen. Also das heißt, gerne mitmachen. Hier oben nicht vergessen. Hier um die Augen rum. Oh, eine Nase. Unten am Kinn. Genau. Sehr schön. Ich mache mein Gesicht jetzt alles sehr eng und zerquetscht zusammen. Ganz hässlich, ich weiß. Und jetzt alles ganz offen und breit. Als ob wir alle so plötzlich überrascht werden. Und jetzt wieder eng und hässlich. Und jetzt breit und offen. Noch einmal eng. Und offen. Sehr schön. Jetzt, wir atmen ein durch die Nase und aus durch den Mund, okay? Ganz easy erstmal, mach direkt mit. Nochmal. Und wir übertreiben das jetzt ein bisschen und wir nehmen unsere Schulter dazu. Das heißt, wenn ich einatme, ich mache meine Schulter hoch. Ausatmen. Nochmal. Noch einmal zusammen. Und jetzt gehen wir alle zusammen, weil wie gesagt, wir sind heute ganz schön müde. Die Arme gehen mit und die Knie. Ein letztes Mal, jetzt richtig laut und groß. Wir brauchen so ein Stück Papier, genau, ungefähr so groß, ne? Passt gerade vor meinen Mund. Ihr braucht jetzt eine flache Fläche. Also ich habe hier perfekt einen Spiegel vorbereitet. Hinter die Tür geht auch oder einfach auf der Wand zu Hause, ja? Und was wir jetzt machen, ist, wir versuchen, diesen Stück Papier auf der Wand oder auf den Spiegel zu halten. Aber mit
Papier hier oben zu halten. Nur mit der Luft, okay? Das heißt, alle zusammen probieren. Mein Stück Papier ist gerade hier vor meinem Mund. Und ich lasse so ungefähr meine Handbreite dazwischen. Ne? Also kein Cheating, nicht zu nah ran. Okay, wir probieren zusammen. Atmen ein. Ah, yeah,
sehr schön. Okay, jetzt arbeiten wir ein bisschen an Lautstärke. Also das heißt, ihr folgt jetzt meine Hände und wir machen eigentlich genau das Gegenteil, was wir gerade eben gemacht haben. Also nur der Lautstärke wechselt und nicht der Ton. Okay? Verstanden? Ich mache ein Beispiel. Folge meine Hände. Wir machen. Ja, das heißt leise, laut, leise. Ohne, dass der Ton wechselt. Ja? Das heißt, wir bleiben auf unserer A-Ton. Ja? Die ganze Zeit auf A. Und der Lautstärke verändert sich und dann wieder leise. Er muss nur meine Hände folgen. Ja? Wir fangen relativ leise an. Okay? Verstanden? Easy, oder? Cool. Machen wir nochmal. Und ich roll meine
mache einen Schritt jetzt und ich mache von unten wieder nach oben bis nach unten in einen großen Halbkreis oder wie einen Regenbogen. Ja? Wir waren hier leicht schräg und ich rolle hoch. Ich mache auf von tief nach oben, tief von da. Ich bringe meine Beine zusammen. Wir sind dann geschlossen und wir bleiben hier und von da. Ich mache meine Beine hier auf und ich stretch nach oben. Und schön wäre es, wenn wir auch hier nach oben gucken. Ja? Ich bin hier und ich mache die Beine schnell zusammen zur Seite. Und ich stretche. Dann gehe ich auf die Knie. Und ich mache meine eine Arme im Kreis rüber. Ja? Machen wir nochmal von vorne. Okay, ich roll hoch. Und dann Regenbogen. Ich stehe unten. Ich stretch. Und auf die Knie. Und eine Arme rüber. Dann mache ich. Okay? Dann weiter. Wir haben Schmetterlingarme. Ich mache nur hier weich nach oben, weich nach oben. Von da, ich setze mich richtig auf den Po und ich drehe mich quasi weg von euch und ich mache eine Rolle hier und stehe wieder auf. Ja? Das heißt, ich war hier nach dem Stretch. Ich mache einen Kreis. Schmetterling, Schmetterling. Und ich rolle auf den Po. Steh auf. Ja? Nochmal ganz von vorne jetzt. Ich bin hier, leicht schräg. Ich roll nach oben. Ich mache einen Regenbogen von tief nach oben, nach tief unten. Ich schieße. Ich stretch. Auf die Knie. Im Kreis. Schmetterling, Schmetterling. Und ich roll. Und steh auf. Von da mache ich beide Arme groß und komme wieder runter. Ja? Nochmal von vorne. Rolle nach oben. Regenbogen. Und stretch. Auf die Knie. Arme im Kreis. Schmetterling. Rolle. Aufstehen, Arme und wieder runter. Ja? Von da mache ich einen Spagat oder fast einen Spagat. Das heißt, ich springe meine Beine auf, so weit wie möglich. Und dann komme ich wieder hier zusammen. Ja? Das heißt, ich habe so gemacht. Ich springe auf und wieder zu. Ja? Also am besten geh nicht ganz unten auf den Boden, weil dann kommt hier ganz viel wieder hoch. Ne? Ja? Also spring nur hier leicht auf und dann wieder zu. Ja? Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt alles auf Musik. Spagat!
stellen uns vor, wir haben alle hier Farben auf unsere Finger und wir malen den ganzen Raum voll. Ja? Das heißt, ich könnte vielleicht hier oben die Sonne malen oder hier die Wolken, ein bisschen Regen und vielleicht eine Pilze und auch einen Regenbogen. Nur zum Beispiel. Das könnt ihr auch alles selbst entscheiden. Also das heißt, auf den Anfang malen wir ein bisschen. Bereit? Ich male hier oben die Wolken. Lass uns
uns warm machen. Das heißt, Musik von vorne, bitte. Okay.